Hallo und willkommen auf meinem Kanal Cash Invest. Heute mit dem Thema Online und warum das diese in einem Portfolio auch wichtig sind. Eine optimale Asset Allocation erfordert langfristig neben Aktien auch Anleihen. Anleihen sind die zweite große Assetklasse neben den Aktien. Die Preise der Anleihen schwanken weniger als Preise der Aktien und ihr erhält regelmäßig Cashflow über die Zinsen. Ein gut diversifiziertes Portfolio erfordert zumindest einen gewissen Teil an Anleihen, wobei dieser Teil zum heutigen Zeitpunkt eher klein ist, aufgrund des tiefen Zinsniveaus. Gerne zeige ich euch in diesem Video die wichtigsten Grundlagen zu den Anleihen und im nächsten Video dann, wie Anleihen bewertet werden und was die wichtigsten Kennzahlen und Risiken sind. Falls ein Unternehmen Kapital benötigt, um neue Produkte zu entwickeln oder neue Märkte zu erschließen, hat es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt sie Eigenkapital oder aber Fremdkapital auf. Beim Eigenkapital macht sie dies, indem sie neue Aktien herausgibt. Als Investor bist du dann direkt am Unternehmen beteiligt und trägst dementsprechend auch das unternehmerische Risiko. Bei Aufnahme von Fremdkapital kann das Unternehmen einen Kredit bei einer Bank aufnehmen oder aber, falls das Unternehmen börsenkotiert ist, kann sie eine Anleihe herausgeben. Eine Anleihe ist ein zinstragendes Wertpapier, das dem Gläubiger das Recht auf Rückzahlung sowie auf Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt. Also ähnlich wie ein Kredit. Es gibt nun auch verschiedene Synonyme zu diesem Thema. Die Anleihe wird auch Rentenpapier, Schuldverschreibung, Obligation oder englisch auch Bond genannt. Es gibt ganz verschiedene Arten von Anleihen, beispielsweise mit variablen oder mit fixen Zinsen. Schauen wir uns jetzt eine festverzinsliche Anleihe an. Wie der Name bereits andeutet, bleibt bei festverzinslichen Anleihen der Zinssatz über die gesamte Laufzeit gleich. Weiter habt ihr ein Anrecht auf die Rückzahlung der Anleihe am Ende der Laufzeit. Der Zinssatz hängt von der Bonität des Emittenten, der Laufzeit der Anleihe und den Bedingungen auf dem Kapitalmarkt ab. Emittenten von Anleihen können Banken, Unternehmen sowie Staaten sein. Beim Letzteren sprechen wir von sogenannten Staatsanleihen. Dies hört ihr auch fast täglich in den Medien. Staatsanleihen oder eben Government Bonds sind Schuldverschreibungen von Staaten, die sich am Kapitalmarkt Geld von Privat- und Großinvestoren leihen. Man kann sie ähnlich wie ein Kredit verstehen. Man leiht Staaten innerhalb einer festen Laufzeit Geld und erhält dafür Zinsen. Zusätzlich hat man aber noch die Chance auf Kursgewinne. Kommen wir nun zu den wichtigsten Komponenten. Als erstes der Nennwert. Das ist der Betrag, der auf der Anleihe draufsteht. Beispielsweise 1000 Euro. Der Coupon. Dies ist die Verzinsung der Anleihe, also die Zinsen, die du erhältst, wenn du die Anleihe kaufst. Nehmen wir mal 5% an. Dann erhältst du jedes Jahr 50 Euro. Dann haben wir noch die Laufzeit. Diese nehmen wir mal mit 3 Jahren an. Du bezahlst in diesem Beispiel 1000 Euro, kriegst dann in jedem Jahr 50 Euro zurück und am Ende der Laufzeit erhältst du den Coupon von 50 Euro, als auch die Rückzahlung von 1000 Euro. Eine Anleihe wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt. Der Preis einer Anleihe hängt mit dem Marktzins zusammen und der Preis einer Anleihe wird in Prozent ausgedrückt. Wenn die Marktzinsen in unserem Beispiel ebenfalls auf 5% sind, dann würde die Anleihe bei 100% gehandelt. Das heißt, ihr zahlt 1000 Euro für die Anleihe. Was passiert nun, wenn der Marktzins steigt, beispielsweise auf 6%? Dann sinkt der Preis der Anleihe auf 97%. Warum? Naja, ihr könnt jetzt auf dem Markt 6% erhalten. Daher seid ihr nicht bereit für eine Anleihe, die einen Coupon von 5% hat, 1000 Euro zu bezahlen. Die Anleihe wird also zu 97% gehandelt. Jetzt zahlt ihr nur noch 970 Euro. Am Schluss bekommt ihr aber immer noch 1000 Euro zurück. Das heißt, in diesem Fall hättest du mehr als 5% verdient, nämlich die 5% Coupon jedes Jahr, aber du würdest auch von der Differenz von 970 Euro Einkaufspreis und 1000 Euro Rückgabepreis profitieren. Wie der Preis einer Anleihe im Detail berechnet wird und welche Kennzahlen ihr auch sonst noch anschauen könnt,
Das zeige ich euch gerne im nächsten Video. Aber was kannst du heute mitnehmen? Für eine gute Diversifikation sind Anleihen notwendig. Sogar Warren Buffett hat einen Anteil von 10% in seinem Portfolio. Anleihen schwanken weniger stark als Aktien und du erhältst einen regelmäßigen Cashflow. Und steigende Zinsen führen zu sinkenden Preisen. Lass doch gerne ein Abo da, damit du auf dem Laufenden bleibst, und Daumen hoch, falls dir dieses Video gefallen hat.